Hallo, liebe Interneter, und willkommen zurück bei Fort Hagen. Fort Hagen, so heißt das Spiel hier, das wir gerade spielen. Nein, es ist Fallout 4 und wir müssen jetzt versuchen, in Fort Hagen reinzukommen. Und das geht am besten, das habe ich gerade kurz offline rausgefunden, Schande über mich, über das Parkhaus. Glaube ich jedenfalls. Da war jedenfalls eine Tür, wo drauf stand Fort Hagen. Also nehme ich mal an, dass es das Richtige ist. Und das Parkhaus müsste sich hier befinden, genau. Und dann gehen wir mal runter. Und drück mal die Daumen, dass wir da wirklich reinkommen. So. Geil. Müssen wir schlafen? Nee, müssen wir nicht. Danke. Jawohl. Hier haben wir noch eine Laborstation. Da können wir uns mal wieder unser Psycho-Buff und Psycho-Jet herstellen. Nice. Und Buff-Tatz. Stellen wir uns auch mal her. Klinki meint, er ist durchs Dach rein. Da habe ich aber gerade nachgeschaut. Oben, da war die Tür irgendwie nicht auf. Beziehungsweise stand da nicht, dass man in Fort Hagen rein kann. Also versuchen wir es mal hier. Hui. Über den Keller und übers Parkhaus. Und das ist halt das Geile auch bei Fallout. Es gibt die unterschiedlichsten Wege und jeder spielt das Spiel anders. Und das macht es irgendwie auch besonders zuzuschauen. Also, rein da. Und wir machen parallel eine kleine Twitch-Aufnahme auch. Also, sind noch auf Twitch unterwegs. Mir ist einfach so. Also nicht wundern, wenn ich mich manchmal mit anderen Leuten unterhalte. So wie Klinkenputzer, sei gegrüßt an dieser Stelle. Von der anderen Seite festgekettet. Okay, wir schleichen mal lieber und sind alleine unterwegs. Ach du Kacke. Weg zur Kasten. Mist. Cool. Cool. Brauchen wir nicht. Aber es gibt Erfahrungspunkte. Und das ist wirklich cool. Und wir sind jetzt auf der Suche nach Mr. Kellogg, der eventuell unseren Sohn entführt hat. Danke. Protektor. Geil, können wir den aktivieren? Oh, geht das schon wieder los. Liebe Leute, ihr könnt 5 Minuten vorspulen. Weil ich es wieder nicht schaffen werde, hier die ganzen Sachen. Bin drin. Oh. Passt. Doch nicht vorspulen, doch nicht vorspulen, alles ist gut. Blablabla. Bla, bla. Einheiten aktivieren. Einheit, ja, ja. Super. Hi. Ja, dann hilf mir mal. Geh mal vor. Räum mal ein bisschen auf da. Mann, bist du langsam. Wo müssen wir überhaupt hin? Oh, shit. Oh, fuck. Haben uns jetzt den Protektor zum Feind gemacht? Nein, oder? Ich warte von feindseligen Aktionen ab. Oh, no. Synths sind hier unterwegs. Ach, du Scheiße. Oh, no. Das wird nicht gut ausgehen. Geh weg! Mist, Vieh. Gut, wir sollten vielleicht doch die Laserpistole auswählen. Beziehungsweise das Lasergewehr. Oh, fuck! Ich dachte, das wird hier nicht der Sonntagsspaziergang, aber Pustekuchen! Nice! Den haben wir, danke. Ach du Scheiße! Was war das? Ein Globus. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Oh, no. Fuck. Ein Anführer. Oh, Mann. Leute. Oh, Gott. Oh, Gott. Was geht hier? Ich hab doch nichts gemacht. Wie sollen wir denn die Mission schaffen schon wieder?
Ach, kommt. Ach, kommt. Das ist doch nicht nett. Wieso hilft uns der Protektor nicht? So. Sehr gut. Wenigstens finden wir einige Fusionszellen hier. Aber die verballern wir auch sofort wieder. Ach du Kacke. Willkommen in der Hölle. Vielleicht sollten wir hier nochmal rausgehen und mit der Powerrüstung zurückkommen. Wäre vielleicht eine klügere Idee als das, was wir jetzt hier gerade vorhaben. Wir hauen uns auf jeden Fall mal Psychojet rein. Ja. Ja. Geil, das verlangsamt sogar die Zeit. Töten, töten, töten. Hallo. So, Zeit ist jetzt nicht mehr verlangsamt, aber wurscht. Oh, der Protektor greift uns jetzt auch an. Ja, nee, ist klar. Leute, 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 das ist doch nicht mehr nett hier. Wie sollen wir diese Mission irgendwie schaffen? Es wird ein Ding der Unmöglichkeit. So, das einzig Gute ist, dass wir halbwegs starke Waffen schon haben. Aber halt noch eine miese Panzerung. Holy moly. Fort Hagen ist echt gut geschützt, das muss man mal so sagen. Fuck, da ist der Synth-Anführer. Machen wir erstmal den da kalt. Nice, so und jetzt kümmern wir uns mal um den Anführer. Jawoll. Wo bist du? Komm her, du Mistschwein. Los. Komm, komm, zeig dich. Jawohl. Haben wir. Den haben wir, den haben wir. Oh, der hat eine gute Waffe dabei, oder? Zeig mal her, taktisch agitiert irgendwas. Die kann ja gar nichts. Ablegen, danke. So ein Scheiß brauche ich nicht. Oh, fuck. Komm her. Nice. Puh. So, ums Looten kümmern wir uns dann mal nachher lieber. Ist zu gut geschützt. Oh ja, oh ja. Nachts sich kalibriert irgendwas. Sehr schön. Zeig mal her. Was war das jetzt? Nachtsicht? Nice. Noch ein besseres Scharfschützengewehr, als wir eh schon haben. Jawohl, das behalten wir uns mal. Und dann können wir noch ein paar Sachen ablegen, hoffentlich. Mucke ist gerade ziemlich laut, hä? So, wir müssen Gewicht loswerden. Scheiß jetzt auf die Kochplatten. Weg damit. Weg damit. So. Dann holen wir mal wieder die Laserpuste raus. Ah, da konnten wir bestimmt mit dem Terminal das aufsperren. Scheiße, da sind wir leider noch zu schlecht für. Okay. Alles ist cool. Ah, spannende Musik ist auch aus. Nein, fuck. Da wären wir noch genug Haarklammern, Gott sei Dank. So, was haben wir da drin? Schön. Bringt uns genau nichts. Alki brauche ich auch nicht. So,
So, jetzt töten wir erstmal noch alles, Hallo. Was hier so rumkraucht. Hi. Und dann machen wir uns mal ans Looten erstmal. Die Empfindlichkeit meiner Sensoren muss eindeutig neu eingestellt werden. So. Da oben ist einer. Heißt, wir müssen jetzt die Treppen rauf. Alter, hier geht's schon wieder. Oh, fuck! Nice! Schöner Headkopf. Headkopf. Headtreffer. Da war doch noch einer. Kommt raus. Traut euch. Jawohl. Danke. Danke. Noch einer irgendwo? Nee, sieht ruhig aus. Was bist du? Ein Geschützturm! Mark 3, Kacke! Geil, wie die Laserstrahlen abprallen. Wow. Oh, 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 oh. Eine irre Mission wieder. Hier haben wir eine Kochstelle. Finden wir hier Infos? Zu unserem Sohnemann. Wir können ja mal gucken, ob wir was kochen können. Jawohl. Und braten. Jawohl. Bringt 210 TP zurück. Nice. So. Ja, mach mal an das Ding. Wo geht's hier hin? Ah, okay. Das ist dann wahrscheinlich die Dachluke, wo der Klinkenputzer durchgekommen ist. Geh auf. Danke. Ja. Super. So, wir sollten vielleicht mal in den Daten die Mission auch auswählen. Durchsuch Fort Hagen. Damit wir sehen, wo wir überhaupt hin müssen. Na? Sonst rennen wir ja die ganze Zeit nur sinnlos umher. Was ist denn das da? Ein Zigarettenautomat, alles klar. Gut, dann haben wir mal ordentlich aufgeräumt. Gibt es sonst noch irgendwo was? Kein Bock jetzt hier alles zu durchlooten. Das ist schon langsam so viel, dass es mir gar keinen Spaß mehr macht, jegliches Loot hier einzusammeln. Das bedeutet, es muss irgendwo da in der Nähe sein, oder? 12. Hoch oder runter, ich weiß es nicht. Gibt mir jetzt nicht sonderlich einen Hinweis. Oh. Nice, dankeschön. Genau, hier haben wir die umgebracht. Ich mörder ich. So. Wo müssen wir jetzt hin? Ne, wir müssen mal darauf, glaube ich. Von unten sind wir gekommen. Da hätte uns ja was anderes gesagt. Aber da geht's nicht weiter. Ui, fast durchs Loch gefallen. Mal wieder. Ich check's nicht. Wo müssen wir hier hin? Geht's noch weiter rauf? Nee. Ja, dann müssen wir runter anscheinend. Okay. Gehen wir noch weiter runter. Ups. Da unten zeigt er mir was an. Das heißt, wir müssen noch weiter runter. Dann sind wir aber wieder in der Garage, oder? Müssen wir jetzt hier raus? Glaube ich nicht. Vielleicht gibt es irgendwo ein Loch, wo man durchspringen kann oder so. Oder eine Angeltreppe.
Mal gucken. Hier waren wir schon. Hier haben wir das... Ah, die Kiste habe ich gar nicht gesehen, glaube ich, letztes Mal. Nee. Ups. Jawohl, danke. Geschafft. Was ist das? Oh fuck, was war das denn gerade? Eine sehr lebensfeindliche Umgebung hier. Das müssen wir mal so sagen. Knuspriges Eichhörnchen, dankeschön. Das werden nicht die einzigen Fallen gewesen sein, wo wir gerade waren. Shit. Wo müssen wir jetzt hin? Da haben wir vorhin die anderen besiegt. Wir können ja nicht schon wieder runter müssen. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir kommen ja gerade von unten. Das würde ich gerne aufkriegen. Munition. Wir haben unser Zeug fallen lassen, genau. Nee, wir müssen runter. Oder noch weiter rauf. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ah. Haha. Stimpak, immerhin. Da müssen wir hin. Na gut, dann müssen wir wieder runter. Hilft nichts. So. Ach, hier gibt's ein... Was ist das? Commonwealth? Von der anderen Seite festgekettet. Okay, von der anderen Seite festgekettet. Das heißt, wir müssen irgendwie anders hin. So, dann jetzt Waffe runter und mal einmal nachdenken und umschauen. Wir müssen irgendwie anders darunter. Vielleicht gibt es eine Art Fahrstuhl oder so. Oder ein Loch im Boden, wo man durchfallen kann. Hier ist schon mal nichts gewesen. Gut. Da ist eine Toilette. Hier sind auch Rohre, die könnten nach unten führen. Waren wir hier schon drin? Ja, müssen wir ja. Sonst wären ja noch Gegner, oder? Genau, hier war die Laborstation. Mit der netten Falle. Was ist denn das? Achso, das ist die Pistole. Gut, dann sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen. Und haben nichts gefunden. Oder? Exit. Laborstation. Okay. Klinky schreibt, man muss mit dem Fahrstuhl hin. Okay. Klinky, weißt du, wo der Fahrstuhl ist, zufällig? Ich finde ihn nämlich nicht. Schön, wenn man Freunde hat, die einem helfen. Wo finde ich den Fahrstuhl? Vielleicht noch weiter oben. Eigentlich müsste ein Fahrstuhl ja immer in der Nähe vom Treppenhaus sein, ne? Oder sehe ich das verkehrt? Nice. Munition. Fast übersehen. So, da ist er nicht. Hallo. Hier war die Kochplatte, genau. Da haben wir von ein kleines Essen gemacht. Hier war die Küche. Hier ist das Klo gewesen, genau. Da
Da geht's rauf aufs Dach. Fuck it, das gibt's doch nicht. Von der anderen Seite verschlossen, sagt er. Und Klinky meint, hier gibt's einen Fahrstuhl. Oh, da ist auf jeden Fall nochmal eine Munitionskiste. Sehr schön. Das wär's. So macht man sowas auf. Ohne viel Gezeter. Rechten Stick rum und fertig. Haben wir hier noch einen Safe? Haben wir noch übersehen? Ja, nee, ist klar. Danke. Cool. Jawoll, jawoll. Cool kann man da sagen. Sehr schön. So. Cool, wo ist der Fahrstuhl? Der Lift, könnte man auch sagen. Denn fahrender Stuhl ist, glaube ich, nicht sehr angenehm. Fuck! Wieder mal eine komplette Noob-Folge. Und ich sehe, wir haben 21 Minuten. Wir könnten das jetzt so machen, dass ich hier Schluss mache bei der Folge und noch ein bisschen rumsuche. Offline quasi. Und dann wie aus dem Nix auf einmal cool vor dem Fahrstuhl stehe. Oder wir suchen noch gemeinsam. Da ist jetzt die Frage, ne? Da ist jetzt die Frage. Was ist denn das hier? Voll geil. Mikrofilmleser oder sowas. Hier war der Protektron, der uns angegriffen hat. Wo ist dieser verschissene Fahrstuhl? Klinky, bist du dir sicher? Oder veralberst du mich? Und ich suche jetzt hier Stunden nach einem Fahrstuhl, den es gar nicht gibt. Was steht denn in der Mission? Durchsuche Fort Hagen. Ich habe Fort Hagen erreicht. Kellogg muss hier irgendwo sein. Ob Sean bei ihm ist? Fragezeichen. Weiß ich nicht. Bist du ein Fahrstuhl? Nein. Das gibt's doch nicht. Das sind dann immer so eine Sachen, die ziehen sich dann wie Kaugummi. Alles klar. Passt, danke fürs Zusehen, liebe Internetter. Im nächsten Part fahren wir dann nach unten. Ciao, Baba.